Recht herzlich willkommen zur 247. Folge von City Skylines. Ja, ich hatte eine Nachricht bekommen vom, ja, ich weiß nicht, wie ausgesprochen, Mats M-A-Z oder Ma-Z. Der hatte 18 Punkte, waren es mindestens, geschrieben, dass ich hier doch ein ganz kleines Problem hätte mit zum Beispiel Punkt 1 der Monorail. Und zwar würde bei der Monorail irgendwo nicht angehalten werden bei einem Bahnhof. Und ich glaube, das ist hier. So, jetzt müssen wir da mal reingucken. Wir können ja mal einmal hier die Monorail aufrufen. Wir haben zurzeit 6 Haltestellen, 8 Fahrzeuge. 6 Haltestellen. Warte mal, da müssen wir hier rein. Kann das sein? Nee, das passt schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Haltestellen. So, und hier müssen wir rein. Warte mal, das ist die Monorail. Das ist die Haltestelle. Und hier soll keine drinne sein. Dann sieht das auch ganz klar so aus, wie wir gerade sehen. Ja. Ist das hier richtig? Nee, wir sind jetzt auf der Linie am Ende. Passt schon. Das war schon richtig. Gehen wir mal weiter. Wir kommen ja hier noch hin. So. Monorail ist angewählt, oder? Ja. Und da hatten wir hier jetzt... Oh. Läuft, ne? Da ist was schiefgelaufen. Dann den Weg löschen. Ja, möchte ich löschen. Die war sowieso verkehrt. Ich möchte jetzt diese Linie irgendwie auswählen. Jetzt geht er wieder dahin. Das will ich aber eigentlich gar nicht. Oh, das ist ja wieder schwierig, ne? Wir gehen nochmal hier hin. Sind auf der richtigen Rail, denke ich. Und machen das da mal hin und gucken jetzt nochmal rein. 6 Haltestellen. Gehen jetzt weiter. Nach hier irgendwo, da ist die nächste, drehen das Ganze mal, klicken das an und haben da jetzt 6 Haltestellen. Ist hier was geändert? Nee, hat sich nichts geändert. Das Einzige, was wir wieder an der falschen Stelle sind. Gut, und jetzt haben wir hier aber... Die Stelle, wo er geschrieben hatte, dass hier eine Haltestelle fehlt. Wir klicken das an. Klicken das an. Oh ja, da kommen hier Smileys. Wenn Smileys kommen, bedeutet das, dass eine neue Haltestelle ist. Ja, 8. Dann sind die da durchgefahren. Alles klar, da haben wir dann nochmal den ersten Fehler ausgemerzt. Gehen aber noch weiter gucken. Nicht, dass wir da noch vergessen haben. Warte mal, hier war irgendwo noch einer. Das ist die Endstation. Aber das, wenn das die Endstation ist, ist das so, dass das passend ist. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann muss ja noch eine sein, dass die 8. Haltestelle dann passt. Da muss der Endbahnhof sein, ist es auch. Gut, dann haben wir tatsächlich alles jetzt richtig liegend. So, da sind Passagiere. Das war auch noch ein Punkt, dass die da ja auch nicht weg können. Also hier ist Bus. Und da sind die. Wie sieht's hier aus? Da ist Bus und hier sind die. Da ist auch noch gleichzeitig hier der. Weiß jetzt gar nicht, ob das beim ersten auch so war. Hier haben wir... haben wir hier eine Bushaltestelle? Ne, hier ist keine Bushaltestelle, oder? Kann das sein, dass der Linie da lang geht, aber niemand kann da ein- und aussteigen? Ja, hier haben wir ein Problem mit der Bushaltestelle. Und zwar setzen wir da einen hin. So, dann können die von da in den Bus einsteigen und auch weiterfahren. Das war dann auch nicht nur fürs Umfeld und nicht für weiterfahrende Gäste. Haben wir dann da auch optimiert. Gut, dann war das klar. Dann ist dann hier, da hatten wir aber glaube ich einen, das war ja beim Bahnhof, da hatten wir das ja gesehen, dass daneben eine Haltestelle für den Bus ist. Ist es auch. Und dann war ja nur noch die eine, die Endhaltestelle und kann da einen Bus anhalten. Ja, kann er da. So, wer hält da noch an? Okay, da ist noch die Bimmelbahn. So, der... Die können da reinfahren, da rum, kommen da hergefahren und können da nicht umsteigen, doch da oben. Machen wir den Bus nochmal an. Können die hier umsteigen? Kann ich hier eine Bushaltestelle hinmachen? Der war gerade ein toller Punkt, oder? Das ist eine neue Linie.
Hinzufügen will ich ja nicht. Okay, das geht jetzt nicht. Das hat er, glaube ich, auch geschrieben, der MAZ. Dass das ja nicht funktionieren kann, ne? Die haben Außenbucht und da ist eine Stelle in der Mitte. Gute Frage. Gibt es auch kein Zebrastreifen rüber. Die gehen alle bis hier vorne hin und dann da über die Ampel. Okay. Ja, müsste man mal gucken, wie es hier optimierbar ist an dieser Endstation. Straßenbahn ist da. Gehen die von da nach da, wäre jetzt die Frage, ne? So, dafür müssen wir ein anderes Tool aufrufen. Das war das hier unten. Da sind die Routen. Wir machen mal alles aus, bis auf die Fußgänger. Und die müssten jetzt angezeigt werden. Und ach so, dann muss ich das so machen, ne? Okay, wo gehen die jetzt hin? Jetzt sehe ich, wo die hingehen, ne? Richtig? Also die gehen hier. Ja, irgendwo ins Wohngebiet und so. Das ist alles gut. Oder ist das hier eine Bushaltestelle, wo die hinlaufen? Ach so, ist jetzt aus. Die Monorail ist hier. Da gehen sie zum Haus und da gehen sie zum Bahnhof wahrscheinlich. Ja, da gehen sie zur Straßenbahn und da gehen sie auch zu diesem Punkt, sieht man hier auch. Das ist, glaube ich, der Busstopp. Ja. Da gehen auch welche hin. So, dann gucken wir mal nach dem Busstopp. Motorwell, Bergstraße ist schon klar. Ja. Gut, wir gehen zur nächsten Station mal gerade gucken. Ich hoffe, das guckt man sich so an. Ich bin mir da nicht so sicher. So. Die an der Station gehen, wenn ich das ausmache, bleibt das an, ja. Ah, die gehen dahin. Das ist schon mal gut. Gehen aber alle nicht unbedingt. Ach so, da ist der Bahnhof. Da gehen die meisten zum Bahnhof. Das ist also auch gut. Ja, die meisten gehen alle zum Bahnhof und fahren mit der Bahn weiter. Das ist schon mal sehr gut. Wo kommen diese vielen Leute aber her? Was fährt hier? Nix. Warum fährt denn da nix? Ach so, da fährt schon vielleicht was, aber es, nee, doch, jetzt wird ja alles angezeigt. Also hier kommen ganz viele Fußgänger her. Ja, schauen wir mal, ne? Wo kommen die alle her? So wie es aussieht aus diesen Gebäuden, ne? Und keiner nimmt die da mit und fährt die dahin. Das ist natürlich auch ein Fußweg, den wir darüber haben. Da müsste man jetzt überlegen, dass man da eine Buslinie hinmacht oder was, aber das, ja, das ist, die kommen alle hier raus, aus diesen großen Häusern und gehen da zum Ding. Es ist eigentlich optimal, ist ja auch nicht weit weg, können sie auch hinlaufen. Ich glaube, das passt schon so. So, ist gerade die Frage, von wo wir gekommen sind. Wir sind von der Endhaltestelle gekommen nach da und fahren jetzt weiter hier hin. Und dann ist ja hier die nächste Station. Nee, ich wollte die Station selber haben. Um zu gucken, wie viel da loslaufen und wo sie hinlaufen. Hier ist eine Bushaltestelle, da stehen schon einige. Die kommen alle hier aus dem Wohngebiet. Und kommen von hier. Lass mal gerade das aufschlagen. Ja, der Bushaltestelle ist nur da. Die anderen sind alle zu Fuß unterwegs. Ja, das ist ja ein ziemlich weiter Weg, wo die langlaufen, wenn die da zur Haltestelle laufen. Habe ich die jetzt angewählt, die Haltestelle? Nee. Dann laufen die da alle bis da zu dieser öffentlichen Haltestelle. Und hier, ist denn hier irgendwo Busverkehr? Nicht wirklich, ne? Das bedeutet, wir müssten mal gucken, dass hier ein Bus langfährt, der die alle einsammelt und dahin bringt, ne? So.
Was ist denn hier? Das bedeutet, wir machen da eine Buslinie hin, ne? Oder? Ich weiß nicht, was ist das hier? Ein Wendehammer? Ja, ist ja nicht schlecht, da so eine Station zu haben, oder? Gut. Fährt dann, sag ich mal, hier hin. Kann die hier lang fahren? Ja. Fährt da lang. Nimmt hier noch welche mit. Wo ist denn die letzte Station jetzt da gewesen? Und fährt hier hin. Sagen wir mal da. Und wo geht der Weg dann da rum? Nirgendwo, ne? Ja, das ist dann ein Riesendreh da lang, würde ich sagen, oder? Ja, fährt dann wieder hier lang, oder? Lässt die alle einsteigen. Steigt da nochmal ein. Da war eine Haltestelle, das heißt, wir machen da noch eine gegenüber und schließen dann hier. Okay, und wollen hoffen, dass dann diese Linie diese Station besser bedient. Gut, haben wir. Gehen wir weiter. Hier hinten ist ja auch noch was. So, hier ist das. Gehen wir wieder zu den Passagieren hin. Route, Fußgänger, Station auswählen. Ja. Kommen hier welche, die mit dem Bus angekommen sind. Zurzeit gehen nur welche hin. Davon sind welche bei der Bushaltestelle vielleicht unterwegs. Und die kommen von hier. Mehr nicht. Ist jetzt nicht so dolle, ne? Die kommen von hier hinten auch. Was macht der Busverkehr hier? Okay. Sollte man hier einen durchfahren lassen? Der dann da die hinbringt? Vielleicht. Bus. Haltestelle. Mal hier durchfahren. Haltestelle. Okay, das heißt, die war jetzt schlecht. Die ist besser. Die geht noch nach hier. Fährt dann. Und da ist schon ziemlich nah. Ich glaube, dann können wir sie auch hier hin machen. Kommt wieder. Ist das auch eine Haltestelle? Nein, ne? Machen da aber eine trotzdem hin. Fährt hier rein. Hält da an. Na, drehen. Muss ich gerade gucken. Ich habe jetzt gerade die Feststelltaste gedrückt. Und fahren dahin und fahren dahin. Ich weiß jetzt nicht, warum es gerade so viele rote Gesichter da gab. Ich habe eigentlich nichts gemacht, oder? So. Optimiert, würde ich sagen, ne? So, und dann haben wir da eine Zubringer mit dem Bus, was ja schon mal gut ist. Jetzt müssen wir gerade nur gucken, von wo sind wir gekommen? Von hier. Und haben dann nur noch die Endstation hier, oder? Ja, die hört da auf. So, und da müssen wir jetzt gucken, wer läuft da wo lang? Niemand läuft dahin. Gibt es hier einen Zubringer? Ja. Oh, der fährt komische Wege. Jetzt ist die Frage, wer steigt da wo ein? Wer kommt woher? Ah, da ist einer. Und der kommt mit dem Bus. Oder die kommen mit dem Bus, beziehungsweise gehen zum Bus. Okay, jetzt kommt der Bus.
Ganz viele Leute steigen aus und laufen alle wahrscheinlich zur Dingens. Es gibt jetzt da irgendeinen Fußgänger, der von da zu Fuß kommt. Okay. Die Buslinie, die fuhr hier nur so rudimentär lang, aber der fährt auch noch falsch rum. Also deswegen, also falsch rum ist gut gesagt. Nein, der fährt wahrscheinlich richtig rum, aber da fährt nicht ganz viel hin, ne? Aber dieser Bus, der kommt von da, der da noch hinfährt. Die Linie ist vielleicht zu groß, kann das sein? Wo fährt denn die überhaupt hin? Weiß keiner, ne? Okay, das bedeutet, die Buslinie müsste eigentlich hier im Industriegebiet die Leute einsammeln, oder? Das war auch noch ein Punkt. Industriegebiet zu groß, zweigeteilt und sowas. Wohngebiete aufpassen. Machen wir aber auch noch. Es ist die Frage, ob wir hier nochmal einen Bus anschmeißen, der hier rauskommt. Ja, ich würde jetzt sagen, wir fangen mal hier an. Gucken mal, wo der lang fährt. Fährt hier lang? Kann der hier lang? Ja. Fährt da lang? Fährt da lang? Kann der hier lang? Er fährt besser hier lang. Da fährt ja schon der andere Bus. Wie kommt der dahin, wenn der hier lang fährt? Der fährt da ganz hoch. Wo kommt er auf der Bahn? Da hinten irgendwie über den Kreisverkehr. Ja, kann er ruhig machen, weil da ist auch nichts groß, ne? Wo ist die letzte Station? Da. Das heißt, hier nochmal einen hin. Da ruhig einen hin. Hier einen hin, fährt dann von dort aus hier hin und fährt von da ja wieder hier hin, ne? Das ist ja auch wieder doof, ne, oder? Wie kriege ich den denn nach da? Über den Kreisverkehr dann. Fährt von da aus nach da oben halt. Ja, dahin. Dahin. Dorthin. Dorthin. Dahin. Fährt da rum. Hierhin. Das ist gut. Das ist gut. Und fährt dahin, dreht dahin und kommt wieder zurück und passt. Dann ist das vielleicht auch ein bisschen mehr optimiert. Ja, gucken wir mal, was die Fußgänger so machen. Ja, weiß ich nicht, sieht man jetzt nicht so dolle. Aber es gibt Fußgänger von hier vorne wieder, die dahin gehen. Ja, da ist eine Bushaltestelle, die angelaufen wird oder auch nicht. Muss man gucken, wie sie sich verändert, ne? Muss mal schauen. Das weg, das an, dahin und dorthin und gucken, ob hier die Zahlen steigen. Ersparte Autofahrten 66%, das hört sich ja schon mal gut an. Ja, jetzt muss man gucken. Ja, hier ist schon mal 51 drin, also es ist schon mal voller geworden, ne? Ich glaube, 20 war sonst immer so das Ding. Müsste man gucken, ob das so passt mit der Linie. 114 Fahrgäste, ich glaube, das war am Anfang irgendwie 92. Ein bisschen gestiegen ist es. Ist die Frage, ob es noch besser geworden ist oder nicht. Das ist jetzt noch ein bisschen offen. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch erst reichen. Und ich bedanke mich nochmal beim MAZ, dass er mir diese Tipps alle gegeben hat. Da können wir dran weiter arbeiten, wir verbessern das. Nächstes Mal gehen wir zum nächsten Punkt und schauen zu, welcher das ist. Und ja, kümmern uns darum, dass alles läuft. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht die Glocke an, damit ihr mit der nächsten Folge wieder mit dabei sein könnt. Und falls ihr noch kein Abo habt, schließt auch eins ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.